Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, ich kann leider nicht mit einem Fußballbild glänzen, das war ja ein Versuch, aber auch kein guter. Aber wir haben jetzt immerhin gelernt in der Debatte, dass die CDU in Berlin auch vorstellig werden würde für NRW-Interessen. Und Herr Schemmer hat sich da als Mann der leisen Töne angeboten. Nach den 4 Jahren war das immerhin bemerkenswert. Das hatte bei mir noch nicht aufgefallen, dass Herr Schemmer als Mann der leisen und ruhigen Töne hier agieren würde. Sehr geehrte Damen und Herren, der Haushalt 2015 fällt genau in die Mitte der Legislaturperiode. Da bietet sich an, auch mal Bilanz zu ziehen. Die fällt bei uns, bei den Grünen, besser aus als bei den Vorrednerinnen und Vorrednern. Ich würde gerne 3 Beispiele nennen. Erstes Beispiel, Erhalt von Neubau. Wir haben uns klar im Koalitionsvertrag 2010 und 2012 darauf festgelegt, dass wir unsere Verkehrsinfrastruktur sanieren wollen, dass wir auch entsprechende mehr Mittel einsetzen wollen. Wenn man als Beispiel den Haushalt 2008 oder 2009 nimmt, CDU-FDP, dort waren 77 Millionen für Neubau eingestellt und 53 für Erhalt. Wenn man jetzt in den Haushalt guckt, haben wir das klar umgedreht. 100 Millionen Euro wandern in den Erhalt unserer Infrastruktur, unserer Straßen und nur noch 37 Millionen in den Neubau. Und das werden wir entsprechend in dieser Richtung fortsetzen, sodass wir weitere Mittel für Erhalt und für Sanierung ausgeben. Priorität 2. Wir haben die Zahlungen und Zuschüsse für die Regionalflughäfen endgültig beendet. Der Flughafen Essen-Mülheim wird nicht mehr mit Landesgeldern gefördert. Und wir setzen hier das Geld in anderen Bereichen ein. Wenn man sich die Situation der Regionalflughäfen überhaupt anguckt im Land, beispielsweise Münster, hier steht der Flughafen kurz vor der Insolvenz, beispielsweise Dortmund, wo im letzten Jahr 18 Millionen Euro aus den städtischen Kassen, aus klammen städtischen Kassen ausgegeben worden sind, um den Flughafen hier vor der Insolvenz zu retten. Wir brauchen hier ein Bündnis, was ganz klar sagt, Flughafenplanung muss sich auf die zentralen Flughäfen beschränken. Und wir wollen nicht unnötige Mittel in defizitäre Regionalflughäfen ausgeben. Das ist unsere 2. Priorität. Und die 3. Wir haben 1 Million mehr in den Aktionshaushalt für Nahmobilität eingestellt. Wir hatten ja 2012 den wichtigen Aktionsplan Nahmobilität und den wollen wir jetzt Stück für Stück abarbeiten. Da ist 1 Million mehr eine gute Summe. Und wir müssen jetzt gemeinsam einen Blick darauf haben, dass bei den Radschnellwegen, die 5 Radschnellwege, die hier ausgelobt worden sind, die hier gewonnen haben, entsprechend umgesetzt werden und dass wir hier auch entsprechend die Gelder in den Haushalt sukzessive einstellen. Ich würde gerne zum Schluss meiner Rede 2 Bitten an die GroKo nach Berlin schicken. Es gibt ja immerhin einige, die da Kontakte haben. Die erste Bitte bezieht sich auf die Regionalisierungsmittel. Wir brauchen dringend eine Verständigung auf die Fortführung der Regionalisierungsmittel und wir brauchen insbesondere eine Dynamisierung hier, die über das hinausgeht, was bisher verabredet worden ist. Wenn wir den ÖPNV und den SPNV hier in Nordrhein-Westfalen so erhalten wollen, dann muss es in Berlin endlich eine Verständigung geben, was die Regionalisierungsmittel angeht. Und der 2. Punkt als Bitte, motten Sie endlich diese Pkw-Maut ein. Es wird ja von Woche zu Woche desaströser und alberner. Mittlerweile haben wir einen Stand, dass die Einführung der Pkw-Maut aufgrund der technischen Notwendigkeiten etc. höchstwahrscheinlich teurer sein wird als das, was die Pkw-Maut in den Haushalt einbringt. Das ist ein reines Wahlkampfversprechen an die Bayern, was hier eingelöst werden soll. Wir sollten uns alle bemühen, wir Grünen haben da eine sehr klare Position, wir lehnen die Pkw-Maut ab und wir wollen, dass die Lkw-Maut ab 3,5 Tonnen auf allen überörtlichen Straßen eingeführt oder sozusagen ausgelobt wird. Sorgen wir dafür hier aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen, dass die Pkw-Maut eingemottet wird, wenn sie am 17.12. jetzt ins Kabinett kommt. Damit wäre uns vieles erspart und wir könnten uns endlich auf das konzentrieren, was dringend notwendig ist. Herr Danke Kollege, für die Aufmerksamkeit. Gestatten Sie noch eine Zwischenfrage von Herrn Rehbaum? Ich bin nicht dazwischen gekommen. Ja, würde ich zu. Das ist nett von Ihnen. Bitte schön. Ja, lieber Kollege Glocke, Sie hatten dargestellt, dass für SPNV und ÖPNV der Bund natürlich wieder was tun muss, dass Erhalt vor Neubau geht, wobei ich mich frage, wenn man 30 Millionen aus dem Neubau bei Straßen rausnimmt und nur 15 Millionen in den Erhalt, wo die letztlich 15 Millionen bleiben. Sie haben an dieser Stelle aber eines sträflich unterlassen, nämlich zu erwähnen, dass Sie die ÖPNV-Infrastruktur um 30 Millionen
Zuschüsse erleichtert haben. Sie haben gekürzt von 150 auf 120 Millionen Euro für die ÖPNV-Infrastruktur. Und ich denke, das ist ein ganz schlechtes Signal. Herr Kollege, stellen Sie eine Frage an den Genau, das ist ein schlechtes Signal, in Berlin vorzusprechen, dass man mehr Mittel braucht und zu Hause kürzt. Warum haben Sie denn hier nicht gegengesteuert und mehr Mittel in die ÖPNV-Infrastruktur gesteckt? Sehr geehrter Kollege Rehbaum, es hat ja eine Verschiebung in den Etatansätzen gegeben, das ist richtig. Aber für uns die zentrale Frage ist doch, ob die ÖPNV-SBNV-Finanzierung aus Berlin, die verabredet worden ist, ob die über das Jahr hinausgeht oder ob wir hier noch weitere Einschnitte haben. Wenn das passiert, was jetzt sozusagen ja offensichtlich der Fall ist, dass nämlich die Regionalisierungsmittel nicht fortgeschrieben werden und auch keine Dynamisierung stattfindet, dann haben hier in Nordrhein-Westfalen die Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen mit einer Einschränkung oder mit einem Aufgeben von Strecken zu tun. Und das ist so gewichtig, dass wir da entsprechend alle gemeinsam und auch Sie, die als CDU-Fraktion in Berlin, Druck machen sollten. So, meine Redezeit ist zu Ende. Das war's. Danke für die Aufmerksamkeit.